Hallo und moin moin. Wir sind ganz weit im Norden und wir gucken uns heute ein Gebäude an im äußersten nordöstlichen Zipfel, genau, im äußersten nordöstlichen Zipfel von Ostfriesland. Und man sieht da schon dieses gekrümmte Ding. Was könnte das wohl sein? Gebäude mit dieser ungefähren Form in Deutschland, sofern wir sie überhaupt haben, sind eigentlich in aller Regel Kirchen. Und das hier ist tatsächlich auch eine Kirche. Die Seite, die sich steil nach vorne erhebt, fungiert sozusagen als Turm. Und der Teil auf der anderen Seite, der sich ein bisschen weniger hoch erhebt und dafür breiter ist, das ist sozusagen der Chorraum. Ja, was heißt sozusagen, das ist der Chorraum. Das Ganze steht auf so einem rechteckigen Sockel, der was relativ Schlichtes hat und hat auch einen Eingang, der ja, sehr nüchtern und geschäftsmäßig aussieht. Wenn man dran hochschaut, dann hat das so eine Parabelform. Sowas hat eigentlich schon eine gewisse Tradition. Also sowas findet man auch schon bei Kirchen aus den ja, 30er Jahren. Ich gehe jetzt einmal drumherum. Wenn heutzutage Kirchen neu gebaut werden in Europa, dann ist es in der Regel so, dass man nicht mehr wie noch im 19. Jahrhundert versucht, mit Prunk und Schmuck und Ornamentik zu beeindrucken, sondern eigentlich immer mit so einer Art Schlichtheit und einer großen Geste. Und diese Kirche drückt das eigentlich gut aus, weil das Material komplett einförmig und schlicht ist, aber eben diese Krümmung, dieser Aufwärtsschwung dem Himmel entgegen, wirklich eine ganz typische Geste für einen modernen Kirchenbau ist. Und man sieht hier wieder schön das geschwungene Klinkergebäude, weil Klinker ja so unterschiedliche Oberflächenstrukturen hat, durch die unterschiedlichen Einfallswinkel des Lichts eigentlich immer interessante, changierende Licht- und Farbeffekte hervorbringen. Das ist eigentlich einer der großen Vorteile von Klinker. Also ich kann euch beruhigen, es wird in der Hingucker nicht immer nur um Klinker gehen. Es ist jetzt halt mal so gewesen, dass ich mit drei Videos aus Norddeutschland anfange und da ist dem Klinker nicht zu entgehen. Das ist nun mal so. Hier ist ja sogar der Boden geklinkert. Was man hier jetzt sehen kann, ist die Grundform, die aus abwechselnden, einspringenden und vorspringenden Bögen besteht. Und das Ganze bildet tatsächlich von oben gesehen so eine Art Kreuz. Also quasi eine Amöbe mit vier Füßchen im Grundriss gesehen. Und Kirchen haben ja traditionell meistens einen kreuzförmigen Grundriss. Und auch das hat eine große Tradition, dass man so ja, gerundet kreuzförmige Grundrisse hervorbringt, indem man vor- und zurückspringende Bögen aneinanderreiht. Das kennt man von barocken Kirchen. Also es gibt zum Beispiel eine Kirche, die eine totale Architekturikone ist, die Wallfahrtskirche in 14 Heiligen, die sehr berühmt ist für das Raumerlebnis, das man dort hat, das auch zu tun hat mit diesen vor- und zurückspringenden Bögen. Ich bin da jetzt in Schillig in die Kirche leider nicht rein, weil, beziehungsweise ich habe da nicht drin gefilmt, weil da auch Leute waren, die ich nicht stören wollte. Und was man hier nochmal sieht, ist, dass das Gebäude eine Eigenschaft hat, die man gerne skulptural nennt. Also es hat eine plastische Form, die hinausgeht über einfach nur Wände und ein Dach haben. Es ist ein Objekt, das, wenn man es in einem kleineren Maßstab hätte, das man auch als Skulptur irgendwo aufstellen könnte. Deswegen skulptural. Es ist übrigens auch innen drin sehr schön. Also ich kann es empfehlen, da mal hinzugehen. Hier kann man nochmal Klinker im Detail sehen. Ist auch eine interessante Qualität. So, und jetzt sind wir wieder an der Vorderseite angekommen. Hier kann man diesen interessanten schwarzen Klinker nochmal aus der Nähe sehen. Da der Blick zum Turm hoch. Also ich weiß nicht, im Moment ist es ja nicht so mit Urlaub.
Ich kann auch bezeugen, dass es quasi unmöglich ist, dort in dem Ort im Moment was zu essen zu bekommen. Es wird sicher noch einige Monate dauern, aber wenn es euch mal ins Wangerland verschlägt, dann guckt euch gerne die Kirche an. Ist wirklich interessant.